Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar ist es ein getaggt Video. Ich wurde von unserem Lord Tam getaggt. Und ich habe überlegt, wie ich es am besten mache. Da die Soundqualität bei nur Aufnahmen vom Video Webcam nicht immer die besten sind, habe ich gedacht, ich mache jetzt hier ein kleines Video in Minecraft. Denn ich habe hier der Let's Play von Etos World. Ich glaube, über 100 Folgen hat er auch. Mal reingeladen, Singleplayer, um hier ein bisschen rumzulaufen, währenddem ich die getaggten Fragen von unserem Lord beantworte. So, okay. Jetzt habe ich ein bisschen Kabel gespielt hier. Wie ist es hier? Achso, ich sehe schon. Alles klar. Gut, okay, dann fangen wir gleich mal an. Die erste Frage: McDonald's oder Burger King? Jo, einfach leicht zu sagen. Ich mag eigentlich beides. Das Problem ist nur, dass der Burger King einiges weiter weg ist als McDonald's. Dann bin ich mehr im McDonald's als im Burger King. Wobei man sagen muss, Burger King kostet es natürlich ein bisschen mehr, aber man hat auch mehr davon. Also ich sage, die Burger haben das Gefühl, sind wirklich größer. Und ja, von dem her, ich finde beides gut. Also würde ich jetzt keins ausschließen. Deo-Roller oder Deo-Spray? Ja, wenn ihr denkt, dass ich hier rüber schaue, ich kann auch hier rüber schauen. Ich habe das Ganze ausgedruckt, damit ich hier Vorbild aufnehmen kann. Dass ihr nicht Verlust Qualität habt. Ganz eindeutig Deo Spray. Früher in jugendlicher Zeit hatte ich meinen Eltern Deo Roller gekriegt, hatte ich dementsprechend das benutzt, aber seit ich selber auswählen kann, nehme ich den Spray, ist auch, geht ein bisschen schneller und ja, ich denke, ist auch ein bisschen flächendeckender, je nachdem. Dann Äpfel oder Erdbeeren? Ja, ganz, das ist eine schwierige Frage. Eigentlich grundsätzlich beides. Ich mag eigentlich beides. Ich muss jetzt mal zugeben, nur lose esse ich lieber wahrscheinlich Äpfel. Im verarbeiteten Dessert lieber Erdbeeren. Dementsprechend würde ich mal sagen, ja, wahrscheinlich lieber Erdbeeren. Äpfel ist halt okay, nicht schlecht, aber sicher, ich esse nicht so viele Früchte. Aber Äpfel habe ich eigentlich gerne. Aber ja, wie gesagt, eher so Äpfel einfach so umsonst zu essen und Erdbeeren eben Dessert. So, dann, jetzt habe ich schon die falsche Seite geschaut, weil ich das Blatt gewechselt habe. Dann Katzen und Hunde. Ja, ich hatte beides mal. Früher zu meinen Eltern hatten wir einen Hund und zwei Katzen. Inzwischen haben wir nur zwei Katzen. Daher bin ich eher für Katzen. Deshalb einfach Hunde brauchen extrem viel Zeit auch. Also ich sage mal, muss immer jeden Tag raus mit ihm rein und ja, braucht ein bisschen mehr Aufwand als eine Katze, die man einfach ein bisschen einfacher halten kann. Also wie gesagt, ich hatte einen Hund 10 Jahre gehabt, ich weiß, was es bedeutet, einen Hund zu haben. Meine Frau hätte gerne einen Hund, aber da bin ich immer noch dagegen, vor allem wenn beide Arbeit tätig sind, ist halt immer so ein Ding. Daher schieße ich jemand auch den Hund raus muss und so weiter. Okay. So, jetzt bin ich hier reingefallen. Also wenn ich nicht mehr kreativ wäre, wäre ich tot. Aber ich habe es so kreativ gemacht, dass ich hier rumfliegen kann, das ein bisschen anschauen kann, wo wir hier gelandet sind. In einer riesen Höhle. Okay. Okay, dann geht's weiter. Dann mit Zeichentrick und Animation. Ich muss ehrlich sagen, ich mache beides. Klar, Zeichentrick kennt man halt von früher. Heutzutage sind mehr Animationsfilme neu. Gerade die neuesten, jetzt gerade neu, hat aktuell zum Beispiel, jetzt kommt der Name nicht hin. Von der Macht von Cars mit dem Fliegen da. Planes, so, jetzt Planes 2 gerade aktuell im Kino. Solche Filme schaue ich auch sehr gerne, wenn ich mal Zeit dazu habe. Und das hat jetzt gar nichts mit zu tun wegen Kindisch und so weiter. Es wäre auch tolle Geschichte und so weiter. Also wirklich, es hat oft wirklich sehr viel Unterhaltungswert. So, dann, gut, gibt natürlich auch andere Animationsfilme. Wenn man denkt, ein ganz sehr guter Animationsfilm war Final Fantasy damals. Aus der Spielserie her gemacht, fand ich auch sehr klasse, auch sehr optisch und so weiter, also auch sehr empfehlenswert. So, süßes Essen oder herzhaftes Essen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Fan von Süßem. Also Süßgetränk okay, aber ich sage jetzt mal so Süßigkeiten und so und Torten und Gebäck und so weiter ist gar nicht so mein Ding. Kann ja gut verzichten.
dementsprechend nur eher lieber Herzhaftes. Lego oder Playmobil? Ja, als Kind hatte ich beides, Playmobil und wie Lego. Wobei ich muss ehrlich sagen, Lego war halt immer schon eher meine Stärke. Ich mag das halt, selber was bauen zu können. So wie, das machen zu können, was ich möchte. Ich habe sehr viel damals an Roboter gebaut, möglichst beweglich. Also die ganzen Serien wie, ich überlege, wie die heißen, Shima und Heroes und so weiter, die es gibt mit das Lego und die Roboter, das sind eigentlich Abkupferungen von meinen Modellen damals. Also ich habe wirklich in dem Stil Sachen, Roboter gebaut. Klar, heutzutage gibt es dann viele neue Teile, die man damals noch nicht hatte. Aber es gab da wirklich einiges, was ich da gemacht hatte. Playmobil war wirklich immer cool. Ich hatte damals irgendwie so Indianer und Hauptsache Indianer und Banditen und ein bisschen City-Sachen, aber ja, also ganz typisch Lego-Favorit. Jetzt eher einen aktuellen Nanoblock. Vielleicht kennt ihr das. Wenn ich schaue mal auf www.nanoblock.ch. Das sind Miniatursteine. Halb so klein wie Lego und natürlich kann man natürlich viel detaillierte Sachen bauen, ist dann wirklich eher aber nicht für Kinder, sondern eher für die ältere Generation gedacht. Aber wirklich eine coole Idee und ja, gibt einiges. Dieses Jahr wird noch die Titanic zum Nachbauen kommen. Das ist echt genial. Okay, dann Puma oder Adidas? Ja, eigentlich grundsätzlich spielt es mir keine Rolle. Ich habe da nie wirklich, ich trage sehr selten wirklich Sportanzüge und dementsprechend habe ich eher selten auch geschaut, ob es jetzt Puma oder Adidas ist und so weiter. Also das ist eigentlich nicht so wirklich wichtig gewesen, ob ich jetzt ein Adidas trage oder Puma. Das ist so also ein Markending. Gewisse Leute schauen auf das, andere hat weniger. iPhone oder Samsung Galaxy? Ja, ganz einfach, Samsung Galaxy. Und weshalb? Ich habe eins. Nee, also, das ist so ein Ding, wegen Apple und Samsung. Mein ganzes erstes Handy, das ich damals mit so meinem 18. Geburtstag gekriegt habe, das war 17 glaube ich, war ein Samsung. Dadurch bin ich natürlich immer bei Samsung geblieben. Und dann mit dem ganzen iPhone-Hype habe ich da nicht so wirklich gestartet und meine Frau hat dann eins gehabt und dann im Endeffekt muss ich dann sagen, ja gut, es ist auch ein Handy. Im Endeffekt. Das Einzige, was anderes ist eventuell, dass die Apps, die es gibt. Dafür habe ich ein iPad. Und dementsprechend muss ich kein iPhone haben, nur wegen Apps. Und da kommen die ganze, ja, du kannst synchronisieren und so weiter. Ja, kann ich ganz klar, aber ganz ehrlich gesagt benutze ich iMac, nee. Dementsprechend bringt ein Samsung, was ich mit Google Plus synchronisieren kann, viel mehr, wenn dann überhaupt. Und dementsprechend. Okay. Ich dachte schon, das ist ja zum Umbringen jetzt. Dann bringt mir eigentlich halt Samsung Galaxy viel mehr und ich werde auch nächsten Monat mir. Das hat mein Abo verlängern und das jetzige neueste Galaxy 5 dann holen. 5, genau. Ich habe inzwischen jetzt das 3er, wie gesagt, ich wechsle eigentlich wie jeder andere, kam ein neues Ding da, gleich das Handy wieder, das ist nicht mein Ding. Gut, das hätten wir wohl geklärt. Dann Party oder Chillen? Ja. Ich muss eher sagen, früher eher wahrscheinlich partymäßig. Jetzt chill ich gerne, beziehungsweise mache gerne halt Videos. Und dementsprechend würde ich wohl eher chillen jetzt bevorzugen. Wobei man auch beim Spielen richtig Party machen kann. Das ist von dem her also wirklich nicht ausgeschlossen. So, dann kommen wir Subway oder Kentucky Fried Chicken. Ja, ganz einfach gesagt, bei uns in Nähe gibt es einen Subway. Ich weiß gar nicht, ob es in der Schweiz einen Kentucky Fried Chicken gibt. Ich glaube es nicht. Dementsprechend, wenn dann Subway, wobei ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich gestehen, ich bin da eher selten gewesen. Das kommt wie das herzhafte Essen halt. So, ja. Nö, also wie gesagt, wenn dann wohl eher das, weil ich gar nicht keine andere Möglichkeit habe. Gut, dann geht's weiter mit Cola oder Fanta. Ja, ganz klar Cola.
Ich mag vor allem Cola Zero. Und zwar auch deshalb, Cola hat extrem viel Zuckerhaut. Und wenn ich das im Monster trinken würde, würde ich noch mehr auseinandergehen. Das möchte man natürlich nicht. Dann nehme ich Cola Zero, was genauso gut schmeckt. Und ja, den Körper vorgaukelt, dass man Zucker zu sich nimmt. Das hat der Jojo-Effekt im Sinne von, dass man das Gefühl hat, man hat Hunger am späten Abend, wo es eigentlich nicht so ist, weil der Körper meint, Zucker im Bauch, Insulin produzieren und dann merkt er, oh, nichts im Bauch, Hunger. Na gut, aber das haben wir jetzt Zeit, weiß man das ja. Und man sollte ja eh am Abend nicht mehr groß was essen. Immer am Spätabend. Okay, dann haben wir Horror- oder Liebesfilme. Ja, ich würde sagen eher Horrorfilme. Ich muss ehrlich sagen, Horrorfilme mag ich sehr. Bei Filmen, Spielen ist immer so ein Ding. Ich hasse es, erschreckt zu werden, und ich erschrecke eher bei Spielen, wo ich halt wirklich selber die Hauptperson bin, als wenn ich irgendwie ja, da zuschaue und das selber nicht erleben muss. Also das dementsprechende. Oh mein Gott, der hat hier gebaut, Entschuldigung, dass ich hier so unterbreche, aber das ist schräg hier. Ja, dementsprechend wirklich Horrorfilme. Ich mag es sehr, sehr gerne, die ganze Alien-Trilogie, also ganz klasse. Oder Saw, auch ganz Kammer-Serie, wobei es wirklich zum Teil echt abartig ist. Hat die ganze Serie, aber wirklich über die 7 Folgen, wirklich eine too coole Story. Eigentlich im Hintergedanken, daher muss ich echt sagen, Hut ab. Wirklich auch eine tollen Horrorfilme. Ja, ein bisschen mit einem ganz alten Klassiker Brain Dead, was eher abartig ist, aber gut. Okay. Dann Computer und Konsolen. Ja, also grundsätzlich beides. Ich habe keine Abneigung zu Konsolen. Ich habe selber eine Wii U. Jetzt sagt sich, ich habe keine PlayStation. Ja, ganz einfach, ich bin ein Nintendo-Kind. Ich habe wirklich seit der Kindheit immer Nintendo gehabt. Ich habe jede Nintendo-Konsole gehabt. Und die Kollegen hatten eine PlayStation gehabt. Dadurch konnte ich halt die PlayStation-Titel immer bei meinen Kollegen spielen. Und ja, jetzt in der Zwischenzeit ist es halt so, dass ich halt wirklich hauptsächlich Computer spiele. Und dementsprechend brauche ich keine PlayStation oder so. Und ja, also dann sag mal, so wie zum Beispiel GTA wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, wo ich sage, okay, das wäre eine Konsole cool, kann GTA spielen. Aber da ich ja, boah, bin ich jetzt erschrocken, ey. Ich dachte, schwarzer Mann. Da ich ja eh keine Zeit hatte, groß Konsole zu spielen, weil ich eben für euch hier aufnehmen möchte und für mich hier spielen möchte, dementsprechend ja, habe ich die Konsole nicht so wirklich gebraucht. Und dann sage ich jetzt eher PC natürlich. Weil man natürlich am PC viel Möglichkeit haben. PC braucht man für YouTube und so weiter. Gut, wobei die neuen Generationen von Konsolen kann man ja auch schon bereits YouTube-Sharing machen. Das geht ja eigentlich bereits alles. Ach du Kacke, was hat denn der hier ausgebaut, ey? Das ist schon ein bisschen abartig, der Typ hier. Wirklich heftig. Der wird erstmal sagen, oh, da hat er erst vergessen. Ja, gut. Okay, dann geht's weiter. Kino oder DVDs? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich gehe sehr oft ins Kino, wenn ich Möglichkeit habe. DVDs schaue ich mir eher weniger an. Der Grund ist deshalb, die liegen immer rum. Es gibt so Leute, ich will eine riesen DVD-Sammlung haben, ja, und im Endeffekt hast du einen riesen Haufen voll Müll in deinem Schuh später. Ne, ich sage es mal nicht, aber es hat nicht viel Platz, dass das gebraucht wird. Und dementsprechend bin ich eher für Kino. Da schaue ich mir Filme an, den ich mir ansehen möchte, habe auch guten Soundqualität und Bild und 3D und bla bla bla. Und dann habe ich den Film gesehen. Jetzt Guardian of the Galaxy, der ist gerade angelaufen, möchte ich unbedingt schauen. Sobald ich einigermaßen auch längere Zeit gut sitzen kann, auch im Kino werde ich das Ding noch anschauen gehen. Dementsprechend Kino. Weihnachten und Geburtstag, ja, was soll ich sagen? Früher war Geburtstag genauso wie Weihnachten, heutzutage ist Geburtstag auch ein bisschen überflüssiger. Mit dem reifen Alter, sage ich jetzt mal, ist der Geburtstag gar nicht mehr so wichtig. Ich sag's, sobald man auch, sag ich mal, wenn man noch zu Hause bei den Eltern wohnt, ist es auch mehr gehypt, als wenn man dann irgendwie, boah, wie groß ist dieser Gang, ey? Wenn man dann irgendwie halt, ausgezogen ist und schon
Freund oder Frau zusammenlebt. Ja, ist bisschen, klar, man denkt noch dran, aber es ist einem nicht mehr so wichtig wie früher, bisschen vielleicht auch nicht mehr so wichtig wie als Kind. Weil da halt immer die Geschenke im Vordergrund lagen, was heutzutage auch nicht immer sein muss. Da finde ich Weihnachten schon ein bisschen schöner, weil es ein bisschen eine schöne Zeit ist, wo alle Freude haben und so weiter. Wobei, ja, ich im Verkauf arbeite und da ist bis 24, 16 Uhr die Hölle los und auch sonntags meist davor noch, also das ist auch eine anstrengende Zeit. Da ist der Geburtstag natürlich ein bisschen relaxter, weil da ich mit dem Sommer Geburtstag habe und da ist ja eh weniger los, weil alle im Urlaub sind. Gut, dann Zocken und Sport, ja, ich würde mal sagen Zocken, oder Sport beim Zocken oder sowas, weiß ich nicht reingehen. Nacht oder Tag, ja, was soll ich sagen, der Tag braucht es um Einkäufe, um zu arbeiten etc. Die Nacht ist da zum Zocken, zum Spielen und dann halt ein bisschen zum Schlafen. Beziehung oder Single? Ja, ich bin verheiratet, dementsprechend Beziehung. Ich sag mal so, man kann natürlich auch in der Beziehung kann man Single-Leben haben, indem man auch ein bisschen offener hat. Also sagen wir im Sinne von nicht jetzt sexuell, sondern eher wenn man den Partner hat, auch seine Hobbys lässt und so weiter und ein bisschen Freizeit für das zu machen, was er gerne möchte, wie zum Beispiel ich jetzt Let's Play, da kann man auch in Beziehungen ein tolles Single-Leben haben. So, ich überlege, ob ich da jetzt im Dungeon drin. Das ist eine natürliche... Ach so, ich bin hier. Okay, ich merke was. Das war ein Verbindungsgang zu einem natürlichen Dings da, wie heißt dieses... Höhlengewölbe, ich kann es nicht mehr sagen. Jetzt F3, warte, wie waren das schon wieder? Sumpfland. Ach, ich kann es nicht mehr sagen, das auch dieses war auch das Endportal ist. Genau. So, gehen wir zurück. Gut, dann geht's weiter. Und zwar, ich hoffe, es ist der Sound, es ist zu laut, diesen Schiene hier. Kann ein bisschen leiser kurz stellen, sich jetzt aber. Ich will ja nicht, dass ihr mich mehr hört. So. Okay. Also, dann haben wir weiter. Dieser Looney Tunes. Ja, ich habe beides immer geschaut. Looney Tunes fand ich immer sehr lustig. Da. Ja, Buster und Babs und. Ich weiß kaum. Animaniacs gehören ja dazu. Ich glaube schon, oder? Also, ich finde beides cool. Disney ist auch cool. Disney, ja, ich sag mal, früher hat immer so viel mit Melodie und Gesinge und Getanze. Haben sie jetzt wieder ein bisschen angefangen, wenn man zum Beispiel Ice Princessin denkt. Ist zwar auch ein toller Film, aber ja, wird auch viel gesungen halt. Das ist typisch Disney. Aber ist eigentlich beides okay. Apple oder Microsoft, ja, wie ich schon gesagt habe, Microsoft eben selber, weil ich eher ein Computer-Fan bin. Und ich mit Apple nicht so viel am Hut habe, was jetzt die Software anbelangt. Dementsprechend würde ich sagen Microsoft. Baden und Duschen, ja, ich dusche täglich und baden ab und zu. Da würde ich eher sagen Duschen. Batman und Spider-Man, ja, ich mag beide sehr, muss ich eher sagen, ich finde beide cool. Spider-Man vielleicht ein bisschen mehr, weil er hat wirklich mit diesem ganzen Flug und Akrobatik-Manöver ein bisschen mehr Action drin hat. Batman ist ein bisschen eher die coole Sau, sag ich jetzt mal. Dementsprechend sag ich jetzt mal, ich sage mal auf Spider-Man, wobei ich Batman auch cool finde. Also ich kann da wirklich nicht sagen, dass der eine blöde ist oder so. Also ist halt auch ein bisschen anders Marvel, anders DC. Und eigentlich, ja, eigentlich schaue ich halt schon mehr Marvel, die Avengers zum Beispiel, ist halt schon so. Wobei es gibt halt wirklich weniger DC-Filme, muss ich jetzt sagen. Gut, okay, X-Men. Wobei X-Men ja jetzt zu Disney gehört. Jetzt habe ich gerade durcheinander gemacht. Warte mal, ich muss gerade überlegen. Oder ein Teil von X-Men gehört zu Disney. Das ist noch was, es gibt mal, ja, Marvel, DC, Disney. Ja, ich habe gesagt, ich würde jetzt mal sagen, das Spider-Man. Dann Sommer oder Winter? Ja, grundsätzlich der Sommer, aber wenn es dann zu heiß ist, eher der Winter. Also ich bin so ein Mensch, ich hab's gerne warm, aber nicht gerne heiß und ich hasse es zu frieren. So, ich glaube, das ist mal gut formuliert. Gut, Zug oder Flugzeug? Ja, ich bin bis jetzt erst zweimal geflogen in meinem Leben, also hin und zurück, viermal. Daher nutze ich eher Zug. Wobei ich das Flugzeug nur verwende, wenn ich in den Urlaub fliege, wo ich nicht mit dem Zug hinkomme. Ja, ich sag mal so,
auf die Länge hinweg gesehen ist wahrscheinlich der Zug angenehmer. Ich habe das Gefühl, da ist man weniger eingeschränkt, ob man sich ein bisschen mehr aus dem Flugzeug, wo man mit bei 10.000 Meter Höhe eh nur Luft und Wolken sieht. Manga oder Comics? Ich schaue beides gerne oder lese beides gerne. Wenn ich mal lese, dann eher Comics und wenn ich schaue, dann eher Mangas. Was sehr gute Mangas eben von meiner Seite sind, zum Beispiel One Piece, mag ich sehr. Dann, ich gehe jetzt mal hier ganz kurz mal in den Lüfter, dass wir ein bisschen was anderes sehen. Hier oben war irgendwo war noch was, was ich gesehen habe. Wie gesagt, One Piece sehe ich sehr gerne. Detective Conan ist auch eine sehr gute Anime-Serie. Wobei sind wir schon wieder bei Mangas. Ich bin bei Anime gelandet. Jetzt merke ich, Mangas, das sind ja die japanischen Comics. Okay, dementsprechend auch eher Comics. Ich lese eher selten japanische Comics. Mangas. Gut, dann haben wir nächste Frage. YouTube oder Fernsehen? Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, früher war es wahrscheinlich eher so, dass ich mehr Fernsehen geschaut habe. Seit ich selber YouTube mache, oder Video mache, das war nicht gut. Okay. Achso, da war Wasser drin. Alles klar. Okay, seit ich selber YouTube mache, eher YouTube und Fernseher hat nur so gelegentlich welche Serien, die ich dann meistens eher nachschaue und nicht wirklich direkt anschaue, wenn sie kommen. Ja, hier sehen wir noch Ethos World, seinen Banner lustig gemacht, ja. Dann nächste Frage. Metal oder Pop? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Hard Metal ist nicht so mein Ding. Wenn nur Rumgeschrei ist, ein harter Sound, gefällt mir es weniger so. Pop, kommt immer das Lied drauf an. Aber grundsätzlich lege ich mich nicht wirklich fest, also wenn ich zum Beispiel spiele und so, wo ich nur ein bisschen Sound brauche zum Abschalten, kann ich auch irgendwie Trance hören oder so, eine Melodie. Aber wie gesagt, so hartes Zeugs ist jetzt weniger mein Ding. Aber es muss ja jeder selber wissen, ob er das gut findet oder nicht. Und da gut, cool, große Blume. Dann Hörbuch oder Buch? In dem Sinne wohl eher Hörbuch, weil ich nicht so der Typ bin, der sich hinsetzt und ein Buch liest. Darum eher wohl ein Hörbuch. RTL ZDF Info? Ja, ganz ehrlich gesagt, ZDF Info noch nie gesehen. Ich höre sich aber eher nach Infokanal an und da würde ich sagen, eher sicher RTL. RTL schaue ich sehr oft, ich schaue RTL und Pro7 hauptsächlich. Und die Anzeige höchst, wenn irgendwas kommt, das ich wirklich sehen möchte. Und hier ist eine Wasserstraße, was? Ist das eine Mausstraße? Moment mal. Ich sollte schon sagen, wenn das jetzt Diamant gewesen wäre, müsste ich sagen, woher da diese Kohle. Ja, somit hätte ich dieses Getag durch. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, welche Taggen wäre. Und zwar werde ich vorne Leute taggen. Ich tagge unseren GT. Mit Himmel bist du getaggt. Ich werde dir dann PN schreiben, dass du das auch mitkriegst. Dann ebenfalls möchte ich taggen unseren Luke Moss. Auch du bist getaggt von mir, diese Fragen hier zu beantworten. Sowie unseren Dead Side Jin tagge ich hier ebenfalls und freue mich schon auf dein Video dazu. Und ja, wenn ihr das alles zu danken habt, unserem Lord Term, falls ihr den kennt, diejenigen, der habe ich hier getaggt und den Track tagge ich jetzt euch drei. Ja, mit diesen Worten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen, lasst mir noch ein Like da und jetzt schauen wir kurz dieses Haus hier oben an. Moment mal. Ninja, namens Van der Wald. Wieso kommt mir dieses Bauwerk so ähnlich vor wie dein Bauwerk, das du auf Minecraft World gebaut hast? Auch die Tür, die du damals anfänglich bauen wolltest? Ich glaube, du musst mir was erklären. Ja, schreib es in den Kommentar. Bis dann. Tschüss.